Ja, mein Name ist Ralf Schill. Ich habe hier in der Fakultät für Mathematik die Professur für Funktionalanalysis. Ich bin seit 2011 hier an der TU Dresden, war vorher 6 Jahre Professor in Frankreich, habe in Tübingen studiert und in Ulm promoviert. Ich halte jetzt im kommenden Jahr die Einführungsvorlesung Analysis. Nebendran aber auch noch eine fortgeschrittene Mathematikvorlesung für Ingenieure und eine Spezialvorlesung im Master Mathematik. Was erwartet die Studierenden in der Vorlesung Analysis Grundlagen? Es erwartet sie Dinge, die sie eigentlich aus der Schule kennen, aber vielleicht auch nicht kennen. Die Analysis ist die Theorie vom unendlich Kleinen und unendlich Großen, von Grenzwerten, von Begriffen wie Stetigkeit, von der Differentialrechnung und Integralrechnung. Ja, sie ist die Grundlage für viele andere Vorlesungen in der Mathematik, genauso wie die lineare Algebra. Aber sie ist auch die Grundlage für viele Vorlesungen in den Naturwissenschaften. Und das Spannende ist eben dann, was man vielleicht erst später sehen wird, die Anwendungen, wie die Analysis dazu beiträgt, die Natur zu verstehen. Als Einführung werden wir erstmal uns befassen mit den reellen Zahlen, damit wir die richtig kennenlernen, weil ich behaupte, dass die vielleicht gar nicht so bekannt sind, wie man denken könnte. Haben Sie in Ihrem Studium alles immer sofort verstanden oder gab es da Momente? Oh, die Frage ist eigenartig. Es gibt, bis heute verstehe ich noch viele Dinge nicht und muss immer noch viel lernen. Wollten Sie schon immer Mathematikprofessor werden? Sagen wir mal, ich wollte seit der ersten Klasse schon Mathematiker werden. Dass ich dann einer werden durfte, ist natürlich, also freut mich sehr, aber es war nicht klar, dass das so weit kommt. Was fanden Sie in den ersten Semestern am spannendsten und haben Sie Ratschläge oder Tipps, insbesondere für die Studierenden des ersten Semesters? Also am spannendsten fand ich diese andere Art der Mathematik, von Grund auf die Mathematik aufzubauen. Speziell hat mich natürlich auch wegen des Vorlesenden damals die Analysis interessiert. Ja, man darf die Schwierigkeiten am Anfang, speziell im ersten Jahr, danach wird es einfacher, nicht unterschätzen. Wenn man Hausaufgaben macht und lange nicht lösen kann, aber das Glücksgefühl, wenn man dann eine Hausaufgabe löst oder irgendetwas versteht, das ist dann die Belohnung für all die Mühen. Und hier darf man einfach nicht aufgeben. Also hier müssen Sie dabei bleiben und dann wird es auch belohnt und macht großen Spaß. Manchmal dauert es lange und manchmal sitzt man an einer Aufgabe auch länger, aber nicht aufgeben und einfach dranbleiben.